Akara segnet uns mit einer weiteren verlorenen Seele. Willkommen, Fremder. Ich bin Alda Maloy und ihr habt Trostkap gerade rechtzeitig erreicht. Aber erzählt, was führt euch an unser Gestade? Ah, ihr seid also wegen des Unterdrückers hier, jenem, der abgewiesen wurde. Ihr seid nicht der Erste, der auf der Suche nach ihm an diese Ufer kommt. Und ihr werdet nicht der Letzte sein. Aber hier in Trostkap beschützt uns Akaras Magie. Wir sind vor dem unsterblichen Griff des Toten Kell sicher. Leider lässt sich dasselbe jedoch nicht über jene sagen, die die Grenzen des Dorfes verlassen, um sich in die Nähe der Feste und in den umliegenden Wald zu wagen. Dann werdet ihr hervorragend zu uns passen, denn um die Stärke des Dorfes zu bewahren, müssen alle mithelfen. Und wir kommen zurecht, mit Akaras Segen und Führung natürlich. Ihr könnt bei uns bleiben, solange ihr wollt. Aber ich schlage vor, ihr sucht nach einer Möglichkeit, euch nützlich zu machen. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses ganze Gerede über Akara ziemlich beunruhigend. Und da ich mir beinahe sicher bin, dass wir nicht hierbleiben wollen, werde ich mich mal ein wenig umhören, welche Möglichkeiten es gibt, die Insel zu verlassen. Wir werden uns ein anderes Schiff suchen müssen. Aber so wie dieses Dorf aussieht, wagen sie sich nur selten über das Riff hinaus. Zunächst bitte ich euch jedoch, die Strände nach Überlebenden unseres Schiffbruchs abzusuchen. Es beunruhigt mich, dass wir alles sein könnten, was von der Unheilsbraut noch übrig ist. Diese Vorstellung macht mir Angst. Aber ich versuche mir keine Gedanken zu machen. Furcht bekommt mir nicht sonderlich gut. Da dreht sich mir der Magen um. So ist's richtig. Ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war, euch an Bord zu nehmen. Diese Wahrsagerin wusste einfach nicht, wovon sie redet. Ich werde hierbleiben und mich mit Alda über ein Schiff unterhalten. Außerdem muss ich das Dorf dazu bringen, ein paar Leute loszuschicken, die Tari von dieser Sandbank holen. Ich werde mir den Kopf des toten Kerl holen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Bringt sie zurück! Sieh mal einer an, was das Meer diesmal angespült hat. Ich bin Patrick Dower. Meine Freunde nennen mich Paddy, aber ich habe nicht viele davon hier im Dorf. Ich nehme an, der gute Alder hat euch schon begrüßt? Armer, alter Narr. Langsam wird es eng hier, wisst ihr? Ein Jammer, dass wir nicht umziehen können, zumindest einige von uns, in die Feste auf dem Hügel. Wunderschön, nicht wahr? Natürlich kein Vergleich zum großartigen Adessa, aber genauso atemberaubend. Bitte verzeiht mir meine Begeisterung. Ich bin, war einmal ein Baumeister. Wenn ihr eine angenehmere Bleibe sucht und keine Angst vor Gespenstern habt, kann ich euch helfen, diese Feste zu renovieren. Wäre das etwas? Fantastisch! Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Dann können wir gehen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Wiedersehen. Sucht nach meinen Freunden. Elva hat Tränke, falls ihr welche braucht. Hmm.
einer der Neuankömmlinge sein. Erzählt schon. Habt auch ihr es in Trostkap nicht ausgehalten? Ich bin Nesta Gwynedd. Mein Mann Katvalon und ich sind erst seit kurzer Zeit hier. Aber es ist uns gelungen, uns ein annehmbares Leben aufzubauen. Zumindest bis zu dieser Skaff-Plage. Mein Mann und ich haben vor einigen Monaten einen Garten auf der Sturmspitze angelegt. Er hat uns das Leben gerettet. Dank dieses verborgenen Ortes konnten wir die Lage des Dorfes bis oben hin füllen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als würden sich auch ein paar Skaffs für die Sturmspitze interessieren. Nur, dass sie nicht ihre Lager, sondern ihre Bäuche füllen wollen. Wenn ihr vorhabt, euch bei den Bewohnern dieser Insel beliebt zu machen, seid ihr auf dem richtigen Weg. Ich bin euch dankbar. Ebenso wie alle, die etwas essen wollen. Kommt, wir bringen euch zur Sturmspitze. Es ist nicht weit, direkt hinter den Grenzen von Trostkap und der Gravehall-Feste. Gehen wir. Leise jetzt. Weiter können wir nicht. Die Skaffs wissen bestimmt schon, dass wir kommen. Diese kleinen Monster können sogar hören, wie sich einem die Nackenhaare aufrichten. Wir könnten mit diesen Skaffs wirklich Hilfe brauchen. Mit einem oder zwei werden wir fertig, aber nicht mit einer Brut wie dieser. Diese Skaffs haben fast den gesamten fruchtbaren Boden auf der Insel überrannt. Wenn sie hier nisten, werden wir so lange Austern und Aale essen, bis uns Kiemen wachsen. Ich hasse Skaffs. Ich danke euch. Unsere Vorräte sind langsam knapp geworden. Und es ist auf diesem tückischen Flecken Erde gar nicht so einfach, an etwas Essbares zu kommen, wie man vielleicht denkt. Es gibt im Dorf noch andere, die eure Hilfe brauchen könnten. Bevor die Skaffs aufgetaucht sind, habe ich ein Schiff gesehen. Ich schätze, es ist auf die Felsen gelaufen, aber sicher bin ich mir nicht. Hier, danke noch einmal.
Ich bin also nicht der Einzige, der diese Katastrophe überstanden hat. Ich dachte mir schon, dass ihr zäh seid, aber dass ihr diesen Schiffbruch überlebt habt, das ist Schicksal. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Meine Frau, meine Asa, sie ist noch am Leben. Aber diese Dinger haben sie verschleppt. Ich habe so etwas wie sie noch nie gesehen. Plünderer. Sie sahen aus wie Fair Gorter, aber solche wie sie habe ich noch nie zuvor zu Gesicht bekommen. Ich danke euch. Das werde ich euch nie vergessen. Glaubt mir, ich mache mich auf den Weg ins Inland. Falls noch andere auf dieser Insel sind, werde ich sie finden und zu euch schicken. Meine Gedanken sind bei euch. Bringt sie zurück! Ihr seid kein Seefahrer, nicht wahr? Seeleute schwanken, wenn sie sich auf festem Boden bewegen. Genau wie Betrunkene nach dem Aufwachen. Nein, ihr seid keiner von ihnen. Also wer seid ihr? Mein Name ist Nina Malloy. Ihr habt im Dorf meinen Vater Alda kennengelernt. Er wäre nicht sonderlich erfreut, mich hier vorzufinden. Aber natürlich gibt es ohnehin nur weniges, was meinem Vater Freude macht. Ich bin schon über diese Insel gelaufen, als ich noch kaum größer als ein Boggart war. Und doch ist es mir noch immer verboten, mich allein aus dem Dorf zu wagen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie ahnungslos ihr doch seid! Hier in dieser Wehr habe ich meinen ersten Skaff getötet! Ich brauche keinen Schutz. Nicht den euren. Nicht den meines Vaters. Nicht Akaras. Ich sage unseren Leuten immer wieder, dass uns die Darbringung zu Sklaven und schwach macht. Aber hören sie auf mich? Nein. Sie wurden dazu erzogen, es nicht zu tun. Ja, so etwas hatte ich schon vermutet. Die Skaffs sind nicht besonders freundlich zu Eindringlingen. Vor allem, wenn sie sie fressen können. Ich begleite euch, wenn es euch recht ist. Ich kenne diese Tunnel besser als jeder andere. Geht voraus. Ich halte euch den Rücken frei. Gut, dann weiter jetzt. Thank you.
Ich war schon überall auf dieser... Gut, dann weiter jetzt. Der erste Zyklus. Die Irati. Ich grüße dich, liebste Nette. Es macht die Entfernung erträglich und hält die Angst fern, wenn ich diese Aufzeichnungen als private Korrespondenz betrachte. Du weißt ja, wie sehr mich diese Expeditionsreisen zermürben. Aber ich sollte beginnen. Ich war mir nicht sicher, was mich nach meiner Landung auf dieser düsteren Insel erwarten würde. Einige erste Untersuchungen deuten jedoch auf eine beträchtliche Irati-Präsenz hin, die älter ist als alle anderen Spuren organisierten Lebens auf der Insel. Es ist merkwürdig. Warum sollten derartige Geschöpfe in diese verwundete Welt hinabsteigen? Was auch immer sie gerufen hat, muss gewaltige Macht besessen haben. Ich werde weiter nachforschen müssen. Gib auf dich Acht, liebste Nette. Ich vermisse dich. Ihr? Ihr seid hier. Sie kamen in dem Augenblick, in dem der Rumpf versank. Die Fracht, die Überlebenden, die Segel, alles wurde abgerissen wie Fleisch von einem Knochen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einen weiteren Morgen erleben würde. Nicht mit dem toten Kell, der sich hier rumtreibt. Ich werde nachsehen, ob sonst noch jemand auf dieser Insel ist. Es gibt hier zu viele Bauwerke, als dass sie verlassen sein könnte. Seid nicht töricht. Was haben wir denn hier? Sagt mir, Fremder, was führt euch hier herunter in dieser feuchten Gänge? Sucht ihr nach Bergungsgut? Nach Reichtümern? Oder ist es der Reiz eines glorreichen Todes? Wenn ihr schon sterben müsst, sollte es durch die Hand eines Monsters wie mir geschehen. Meine Opfer sind beinahe so berüchtigt wie ich. Euer Schiff zu versenken, war nur der Anfang. Jetzt muss es ausgeweidet und Stück für Stück auseinandergenommen werden. Alle plündern. Nur so überleben wir. Und der Mord an der Mannschaft? Nun, das war allein zu meinem Vergnügen. Seht es mir nach, wenn ich mir hier und da mal etwas gönne. Hätte ich das? Die Flotte der Alpha hat einst versucht, mich aufzuhalten. Sie wollten mich an den Strick bringen. Aber wer hat wohl am Ende am Galgen gebaumelt? Was denkt ihr? Macht nicht denselben Fehler wie sie. Kommt nicht in mein Zuhause und verlangt nach meinem Kopf. Das ist töricht. Und schlimmer noch, respektlos. Ich werde euch dieses eine Mal verzeihen, aber das ist alles. Und nun verlasst Galgens End. Auf den toten Kell, Fremder. Sucht euch ein Schiff. Sucht euch einen Kapitän und segelt weit, weit fort von Galgens End. Ich sorge dafür, dass eure Freundin das Dorf erreicht. Anschließend sehe ich mich ein wenig um. Kurz nach eurem Schiffbruch ist im Norden ein weiteres Schiff auf Grund gelaufen. Ich hatte eigentlich vor, den Überlebenden an Land zu folgen. Aber vielleicht lässt sich in ihrem Wrack ja noch irgendetwas Wertvolles finden. Gute Idee. Man weiß nie, ob diese Schiffbrüchigen freundlich oder einfach nur verrückt sind. Da braucht man sich nur euch anzusehen. Wir sehen uns dann vielleicht in Trostkap. Haltet euch bis dahin von Schwierigkeiten fern. Bis dann.
Seht euch nur an, ich könnte euch anknabbern. Allerdings steht in meinem Vertrag mit der Flotte, dass ich das nicht darf. Ihr habt die Ardings gefunden, lebend und wohlauf, wenn auch ein wenig durchnässt. Gut gemacht. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass ihr voller Überraschungen steckt. Ich habe hier nach einer Möglichkeit zur Flucht gesucht, aber alle sind so beschäftigt mit ihrer kostbaren Nachfahren, dass sie mich kaum eines Blickes würdigen. Wirklich? Ihr seid ihm begegnet? Dann erzählt mal, was hatte der Schurke zu seiner Verteidigung zu sagen? Und waren die Gehängten bei ihm? Blutgrimm, die flüsternde Hexe, der Baronett. Zweifellos. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ihr das anstellen könnt. Alda erwähnte einen alten Schiffbrüchigen namens Kay, der schon länger als jeder andere auf dieser Insel ist. Vielleicht lebt er ja schon lange genug, um unseren Piratenfreund zu kennen. Und falls nicht, ist er zumindest ein guter Anfang. Alda wird wissen, wo wir diesen Kay finden. Und wenn wir Glück haben, ist er normal und nicht wie der Rest dieser verwirrten Aale. Ich würde allerdings nicht darauf wetten. Ich werde hier sein.